Guten Morgen, Leute. Ich bin jetzt gerade dabei, mich fertig zu machen. Heute passiert nämlich was ziemlich Interessantes, was ganz Neues auf meinem Kanal mal. Denn ich wurde eingeladen von der Telekom, deswegen muss hier oben hier oder hier auch Werbung stehen, mit ihren Azubis zu reden. Ich bin mega gespannt, wie euch so ein Videoformat gefällt oder ob ihr mehr davon wollt, wo ich richtig nochmal auf andere Leute zugehe und sie zu ihrem Job befrage. Hört ihr die Frösche im Hintergrund? Meine Nachbarn haben nämlich Frösche. Und im Sommer kommen die immer raus und ich höre die nachts vor allem. Ich kann meinen Lernplan fürs Abitur jetzt endlich abnehmen. Das Kapitel Schule ist einfach offiziell abgeschlossen. Und es ist so crazy. Einfach 12 Jahre Schule sind zu Ende und es beginnt ein neues Kapitel. Und jetzt im Sommer heißt es genau, sich auf dieses Kapitel irgendwie vorzubereiten. Und ich habe so eine coole Möglichkeit. Ich fahre jetzt einfach, Leute, ich wohne in Berlin. Ich fahre jetzt nach Bonn. Und ich glaube, dass auch für euch hilfreich sein kann. Deswegen werde ich jetzt mitfilmen und ein bisschen vloggen an diesen 2 Tagen, wo ich in Bonn bin bei der Telekom. In Bonn bei der Telekom. Ja, ich glaube, das ist wirklich cool, weil ich darf da mit 4 Azubis reden und sie mal befragen zu ihren Ausbildungen, was man eigentlich so macht bei einer Ausbildung. Und ich werde gucken, wer mich von den 4 Azubis am meisten überzeugen kann. Ich bin gespannt, was ich sagen. Wir fahren jetzt mal los. 6 Stunden müssen wir fahren, darauf habe ich keinen Bock, aber ich hoffe, dass die Fahrt irgendwie ein bisschen produktiv wird. Mal gucken. Dann tue ich extra meinen schönen Blazer, damit ich auch seriös aussehe, wenn ich da morgen ankomme. Wir brauchen noch 5 Stunden, noch ziemlich lange. Aber ich beobachte schon die ganze Zeit das Autobahngeschehen, weil ich bin heute das zweite Mal bin ich heute Autobahn gefahren bei der Fahrschule und muss jetzt gucken, wie das alles funktioniert mit der Auffahrt und Abfahrt. Deswegen werde ich mich jetzt 5 Stunden konzentrieren auf die Autobahn. Ich suche jetzt auf jeden Fall mein Hotelzimmer. Aus. Ich liebe das. Okay, der Rock. Oh nein, die Farbe ist ein bisschen anders, oder? Egal, ich liebe diesen Rock irgendwie. Ich finde den so schön. Ich gehe jetzt in den Telekom-Shop rein und guck mal, ob ich jemanden finde, den ich fragen kann. Noch ist es ein bisschen der, glaube ich, was gerade aufgemacht hat. Aber guck mal hier zum Beispiel dieser Telekom-Teppich. Also voll krass. Wir werden mal sehen. Hi! Ich bin Lara. Ich bin Leonie. Hi. Machst du hier eine Ausbildung? Ja, ich mache eine Ausbildung als Kauffrau im Einzelhandel hier im Shop. Voll cool. Ich filme heute hier ein Video und frage mal Auszubildende, was sie hier so genau machen. Was machst du denn genau hier? Genau, hier ist tatsächlich reine Kundenberatung. Aha. Also man geht auf die Kunden zu und hilft denen natürlich weiter. Ja, das klingt voll cool. Ja. Und wie bist du darauf gekommen zu dieser Ausbildung? Genau, meine halbe Nachbarschaft ist bei der Telekom. Die haben mich immer mal wieder mitgenommen, haben mich langsam überzeugt. Und ich wollte nicht den ganzen Tag im Büro sitzen und stur vor mich hinarbeiten. Und das machst du jetzt auch nicht. Du hast jetzt hier viel zu tun, vier verschiedene Sachen. Genau. Ja, voll interessant. In welchem Lehrjahr bist du jetzt? Wie lange machst du das schon? Ich bin im 1. Lehrjahr und seit September dabei, heißt seit einem halben Jahr. Ja, klingt wirklich interessant. Hier ist auch voll der schöne Shop, muss ich ehrlicherweise sagen. Hast du vielleicht so eine Geschichte für mich, eine Story, die dich besonders überzeugt hat hier, die dich gefreut hat? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten vor kurzem die Situation, wo ein Mann sich aus der Arbeitslosigkeit nach und nach rausgearbeitet hat und versucht hat, sich wieder ins Leben zu kämpfen. Ja. Und da haben wir ihm natürlich weitergeholfen, so gut wie möglich, und haben ihn auf unsere verschiedenen Produkte beraten, natürlich auch die beste Lösung für ihn zu finden. Genau. Dann kennst du ja die ganzen Menschen hier und ihre Geschichten. Ja. Das klingt wirklich nach einem tollen Job. Ich habe jetzt auch mal ein Abitur gemacht und ich frage mich, was müsste ich jetzt können, wenn ich auch eine Ausbildung hier machen wollen würde? Ja, man müsste auf jeden Fall kommunikativ sein, also sich trauen, auf die Menschen zuzugehen und wirklich mit denen zu reden. Und das habe ich ja jetzt geschafft. Ja, sehr gut. Das freut mich, ja. Und einfühlsam, also wirklich mit den Menschen dann gut agieren können und nicht einfach nur stur Ja sagen können. Okay, danke dir, Leonie. Vielleicht sehen wir uns ja nachher noch. Ich gehe jetzt mal hier weiter gucken. Jetzt waren wir gerade beim Shop bei Leonie und jetzt gehen wir in das nächste Zimmer, und zwar ist das ein Großraumbüro. Ich bin da ganz gespannt, was mich da erwartet. Wir werden mal gucken. Ich hoffe, ich finde die Leute generell hier, weil ja, es ist schon sehr riesig, Leute, ne? Wir sind jetzt hier im Großraumbüro und ich guck mal, wen ich jetzt hier so finde. Ich bin jetzt mit Daria verabredet und ich glaube, das ist sie schon. Hi. Hi! Bist du Daria? Ja. Ja, voll cool. Ich bin Lara. Schön, dich kennenzulernen. Ich mache hier heute ein Video für die Zuschauer und guck mal, was die Ausbildung bei Telekom so ist und was machst du hier genau? Also ich mache die Ausbildung zur Kauffrau für Dialogmarketing. Und was macht man da beim Dialogmarketing? Da ist es tatsächlich so, dass wir hauptsächlich in der Telefonie arbeiten. Mhm. Das ist aber nicht unser Hauptthema. Wir bearbeiten auch schriftliche Aufträge und auch an Projekten. Also auch ganz vielfältig. Genau. Okay, es klingt richtig cool. Und was machst du hier am Laptop bzw. am Computer? Was ist so dein Arbeitsalltag?
Genau, also da ist es tatsächlich so, wir treffen uns morgens erstmal mit dem Team und haben so eine kleine Teamrunde. Da werden die Ziele für den Tag besprochen, was steht so an, was sollen wir erreichen. Das ist natürlich auch immer besser zu arbeiten, wenn man ein klares Ziel vor Augen hat. Und danach geht es auch direkt schon an den Laptop. Dann werden erstmal die E-Mails bearbeitet, Termine gecheckt und dann telefonieren wir auch schon mit den Kunden. Also dein Job ist sozusagen Probleme lösen. Genau. Das klingt ja richtig toll. Und was macht es so zu perfekten Problemlöserin? Kannst du schon immer, liegt es dir im Blut oder wie hast du das hier gelernt? Durch die Schulung ist es mir einfach sehr, sehr leicht gefallen, weil wir da gelernt haben, wie höre ich aktiv zu, wie behandle ich den Kunden einfach richtig. Weil manche Kunden haben vielleicht ein technisches Problem, womit sie sich noch nie befasst haben. Und dadurch, dass ich dann aktiv zuhöre und genau verstehe, was der Kunde möchte, kann ich ihm auch perfekt und eine schnelle Lösung anbieten. Also du machst hier quasi die Kunden zu Fans. Genau. Das klingt ja toll. Wir sind jetzt hier in so einem Großraumbüro. Möchtest du später auch hier arbeiten oder wo eher? Ja, also da sehe ich mich auch weiterhin in einem Service Center der Telekom. Mhm. Ich habe da auch schon verschiedene Bereiche kennengelernt und ich würde gerne im Geschäftskundenbereich weiterhin arbeiten. Das klingt schön. Dann noch viel Erfolg und viel Spaß und danke für dein Gespräch. Danke. Genau. Mal gucken, wer hier noch so ist. Ich drücke jetzt mal die 5. Wir haben jetzt ja schon 2 Azubis gesehen. Ich bin sehr gespannt auf den 3. Ich glaube, es ist was ganz anderes. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, weil die Namen der Ausbildungen sind ja so für Laien wie mich nicht ganz verständlich. Deswegen ich es auch richtig toll finde, dass ich mit den Menschen direkt reden kann und die mir einfach selbst sagen können, was genau sie eigentlich machen bei ihrer Ausbildung. Ich würde mal sagen, wir gehen hier jetzt weiter. Schreibt mir doch gerne schon mal in die Kommentare, wie euch jetzt dieser Azubi überzeugt hat. Ich fand irgendwie alle bisher sehr gut. Also ich kann mich noch nicht so wirklich entscheiden. Aber ich finde auch, dass jeder individuell seinen eigenen Touch irgendwie hatte. Und ich fand es auf jeden Fall sehr gut, dass sie so schnell ihren Job beschreiben konnte. Ich glaube, das würde mir ein bisschen schwerfallen. Es ist hier wirklich so groß, Leute. Mal gucken, ob ich jetzt meinen nächsten Termin finde. Ich hoffe, ich freue mich nämlich schon voll. Mal gucken, ich glaube, hier ist es. Hi, kann ich reinkommen? Hi, komm rein. Schön, ich bin Lara. Hi, ich bin Merda. Ich habe hier meine Kamera für YouTube dabei. Ich möchte meinen Zuschauern mal die Telekom zeigen und vor allem die Ausbildung bei der Telekom. Du machst doch eine hier, oder? Ja, richtig. Ich mache eine Ausbildung zum Kaufmann für IT-Systemmanagement im 2. Ausbildungsjahr. Klingt ja erstmal cool. Was macht man denn da so genau bei der Ausbildung? Also wir haben einmal kaufmännische Themen und technische Themen, die wir bedienen und sind Ansprechpartner für normale Kunden, aber auch Geschäftskunden. Wir bedienen dann diese Kunden im IT-Bereich mit allen Produkten, was es so auf dem Markt da draußen gibt. Egal, ob das jetzt E-Ladesäulen sind, Telematiklösungen oder Standleitungen. Hast du vielleicht so eine spannende Story aus deinem Arbeitsalltag? Ja, es gibt eine Story, die fand ich persönlich sehr interessant. Die erzähle ich auch gerne meinen Freunden. Und zwar, es gibt in meinem Vertriebsgebiet einen Kunden, der ganz hohe Sicherheitsstandards hat. Die waren so hoch, dass als wir auf sein Anwesen herangetreten sind, erstmal durchleuchtet worden sind. Das heißt, wir wurden erstmal abgetastet, ja, ob wir irgendwas am Mann haben. Hattest du das dann? Nee, oder? Nee. Also okay. Ich hatte nur meinen Stift dabei und mein Handy und das war's. Dann sind wir da reingegangen, haben uns dann mit dem dieser Person von erhöhter Sicherheit, ich versuche das mal auf Datenschutzgründen vorsichtig so zu formulieren, getroffen, Kaffee getrunken, dann über seine Anforderungen gesprochen, ihm eine Lösung dazu im Nachhinein angeboten, haben den Kunden dann zu uns zu Telekom gewonnen. Und das war für mich eine Story, die war echt interessant. Da habe ich meiner Mama erzählt, ey, ich wurde heute durchleuchtet und dann hat sie es, und ich darf dir nicht mal erzählen, bei wem. Ja, wenn ich jetzt hier auch anfangen wollen würde, was muss ich können? Was sind so die Skills, die du jetzt kannst? Ganz wichtig ist meiner Meinung nach, dass du auf dein Bauchgefühl hörst und vor allem dich neuen Begebenheiten stellen kannst. Du wirst bei der Telekom die ganze Zeit neuen Herausforderungen gestellt. Es gibt eine Menge Themen, die du jeden Tag abbilden musst oder abbilden kannst. Mhm. Und das ist etwas, worauf ich immer zum nächsten Tag vorausschaue, weil ich weiß, morgen gibt es wieder irgendein Thema, das ich mir nicht ausdenken kann und dann mich darauf einlassen muss, um dann wieder schlauer zu sein für den nächsten Tag. Und dann geht es wieder von vorne los. Ja, das klingt aber cool. Ja, das macht schon Spaß. Dann viel Spaß und viel Erfolg und bis später. Dankeschön, bis bald. Leute, oh, es ist überbelichtet. Sieht man mich hier? Für die Vlog-Kamera ist es zu hell. Ich bin jetzt gerade kurz hier draußen. Das war wirklich so interessante Gespräche. Ich muss es mal kurz verschnaufen hier draußen. Ich glaube, es ist ein bisschen überbelichtet. Obwohl heute eigentlich gar nicht mal so gutes Wetter angekündigt war. Aber es scheint jetzt doch ein bisschen die Sonne. Also es ist doch ziemlich hell. Und ich habe jetzt noch eine Verabredung auch draußen.
Ich bin ganz gespannt, weil von diesem Job habe ich noch nie so wirklich gehört. Leute, es gibt hier sogar einfach einen Basketballplatz bei der Telekom. Wie absurd. Das ist schon mal die nächste Verabredung. Hi, ich bin Lara. Hi, ich bin Yamin. Yamin, spielst du hier auch Basketball bei der Telekom? Nein. Ist es dein Job? Nein, tatsächlich mache ich was anderes. Was machst du denn? Ich mache eine Ausbildung zum IT-Systemelektroniker und ich bin jetzt im dritten Lehrjahr. Drittes Lehrjahr, voll cool. Was machst du denn hier genauso? Im Moment bin ich im Mobilfunk eingesetzt und arbeite am Mobilfunknetz und an den einzelnen Geräten. Und zum Beispiel auch an den Antennen. Ja. Du musst auch da hochklettern, oder? Genau. Okay, ich arbeite auch oben an den Masten und stelle die Mobilfunkversorgung sicher. Das ist schon sehr gut. Das ist auch deine Arbeitskleidung, die du gerade anhast, oder? Ganz genau. Ja, das sieht auch cool aus. Okay, also Basketball spielst du jetzt ja schon mal nicht. Wie sieht denn sonst so dein Arbeitsalltag aus? Erzähl gerne mal, was du so jeden Tag machst. Ja, also oft ist es so, dass ich einen Auftrag zugeteilt bekomme. Das kann zum Beispiel sein, dass ich die Technik am Standort, am Mobilfunkstandort, gegen neuere oder schnellere Bauteile austausche. Das ist wichtig. Oder wenn es ein Problem am Standort gibt, dann kann es sein, dass ich derjenige bin, der dahin fährt und das Problem versucht, so schnell wie möglich zu beheben, um die Versorgung für die Kunden wieder sicherzustellen. Wenn ich jetzt hier auch anfangen würde, was wären so die Skills, die ich brauche für deine Ausbildung? Auf jeden Fall wäre es gut, sich für Technik zu begeistern und Spaß daran zu haben, sich damit auseinanderzusetzen. Klar. Und auch ist es wichtig, immer bereit zu sein, Neues zu lernen und Lust darauf zu haben, da sich die Technik auch immer weiterentwickelt. Ja, stimmt. Macht auf jeden Fall großen Spaß. Das freut mich. Dann noch weiterhin viel Spaß und viel Erfolg und bis später. Ich gehe erstmal kurz weiter. Ja, es war heute ein Tag mit sehr vielen Impressionen. Jetzt werden wir noch gucken, welcher der vier Azubis mich am meisten überzeugen kann von seinem Ausbildungsberuf. Dafür werden wir jetzt kurz mal das hier alles einrichten und werden dann einfach alle vier noch mal kurz fragen, ob sie mich innerhalb von 30 Sekunden überzeugen können. Und zwar werden sie gleich hier sitzen. Ich würde auch gerne selbst hier sitzen, es war nämlich heute sehr anstrengend, aber weil es einfach so viele Impressionen waren. Und wir holen jetzt mal alle vier nacheinander rein und gucken, wer die spannendste Ausbildung hat. Der größte Vorteil meiner Ausbildung ist, dass ich einen großen Vorteil habe, Kollegen in meinem Umfeld zu haben, von denen ich viel lernen kann. Die Produkte, die ich den Kunden anbiete, sind immer maßgeschneidert auf ihn. Und das ist das super Wichtige, dass wir wollen nicht überverkaufen, wir wollen nicht ihm irgendetwas verkaufen, wir wollen ihm genau das verkaufen, womit er im Endeffekt später vielleicht Mannstunden sparen kann und somit sein Geschäft in den nächsten 2-3 Jahren vorantreibt und da mehr Gewinn erzielt. Und das gemeinsam mit der Telekom. Kauffrau im Einzelhandel zu sein, heißt für mich, der perfekte Gastgeber für jeden einzelnen Kunden zu sein und jeden Tag zu arbeiten, als wäre es der erste. Der größte Vorteil bei der Deutschen Telekom zu arbeiten ist, dass individuell auf meine Stärken geguckt wird und ich dadurch zum Beispiel mein Fachabi machen darf und dass ich mich in jede mögliche Richtung weiterentwickeln darf. Ich finde besonders cool als KDM, dass wir keine normalen Callcenter-Agenten sind, sondern auch in der Ausbildung wird uns schon viel mehr zugetraut, zum Beispiel das Arbeiten mit Großkunden. Und deswegen fühle ich mich auch einfach von der Telekom gewertschätzt. Die Telekom unterstützt mich auch individuell, und zwar durch Lernangebote, Web-based Trainings oder auch in Englisch werde ich individuell gefördert. Außerdem bekommen wir zu Beginn der Ausbildung ein perfektes Starterpaket inklusive Laptop, Handy und alles, was dazugehört. Und was ich auch besonders toll finde, ist die gerechte Entlohnung. Das Besondere ist, dass ich in einem großen Unternehmen bin und die Möglichkeit habe, mich mit vielen Leuten zu vernetzen. An meinem Arbeitsalltag halte ich es für sehr angenehm, dass mir auch viel Verantwortung übertragen wird und ich die Möglichkeit habe, selbstständig zu arbeiten. Dass man nicht nur über die Schulter guckt, das finde ich auch wertschätzend, dass einem dieses Vertrauen auch entgegengebracht wird vom Unternehmen. So, jetzt geht's auch schon wieder nach Hause. Das war heute ein ziemlich anstrengender Tag. Jetzt müssen wir noch 6 Stunden fahren, also mal gucken, wie das wird. Wir haben jetzt einige Tage später. Ich bin mittlerweile wieder zu Hause und habe noch mal ein bisschen über die Zeit bei der Telekom reflektiert. Ich fand alle Menschen sehr interessant und fand es vor allem spannend, dass die ganzen Ausbildungsberufe irgendwie ähnliche Struktur und Muster aufgewiesen haben. Jeder aber trotzdem irgendwie auch was Individuelles hatte. Und wenn ich jetzt überlegen müsste, wer mich am meisten überzeugt hat, glaube ich, dass bei mir persönlich auch eher was in Richtung Kommunikation das Richtige wäre. Also was in Richtung
von Daria wahrscheinlich eher. Aber ich fand zum Beispiel auch Yamin total interessant und seinen Job, der auch wirklich hier aktiv draußen stattfindet, an den Strommästen oben, das fand ich auch einfach richtig cool. Es waren ganz, ganz viele Eindrücke und ihr könnt mir auf jeden Fall gerne mal jetzt in die Kommentare schreiben, wer euch am meisten überzeugt hat. Und falls ihr generell bei der Telekom anfangen wollt, könnt ihr euch sogar noch für 2023 für einen Ausbildungsplatz bewerben. Vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, wer euch am meisten überzeugt hat. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen bei meinem neuen Video, was dann wieder hier in gewohnter Umgebung wieder ein bisschen normaler und gewohnter ist. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.